Herzlich willkommen bei Hessen baut, liebe Zuschauer. Barrierefreies Wohnen, das ist ein Stichwort, was für Weite und Großzügigkeit auf der einen Seite steht, bei so manchem aber sicherlich auch für Beklemmungen sorgt. Denn sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, bedeutet auch, an das Lebensende zu denken, an ein fortgeschrittenes Alter und vielleicht auch an einen schlechteren Gesundheitszustand. Dass barrierefreies Wohnen aber durchaus topmodern und absolut lebensfroh aussehen kann, davon haben wir uns am Fliednerplatz in Mühltal überzeugt. Margot und Roland Röttgen in ihrer modernen Neubauwohnung am Fliednerplatz in Niederramstadt. Wer die beiden rüstigen Rentner sieht, denkt dabei bestimmt nicht zuerst an barrierefreies Wohnen. Von Unselbstständigkeit und Hilfsbedürftigkeit ist das Ehepaar auf den ersten Blick noch Lichtjahre entfernt. Und trotzdem haben die beiden die gemeinsame Entscheidung getroffen, schon jetzt in eine Wohnung ohne Barrieren einzuziehen. Wir brauchten eine Lösung als Mit-70er, um die zukünftigen Risiken, Lebensrisiken bedienen zu können, von denen man nie weiß, ob sie nicht morgen eintreten können. Hier drüben haben wir ein Pflegeheim, stationär. Wir haben eine ambulante Pflegestation von der Niederramstädter Diakonie vor Ort. Und wir brauchten auch eine Verkleinerung der Wohnung mit der Barrierefreiheit für den Fall, dass wir im Rollstuhl leben müssen. Ja, der Fall kann ja von heute auf morgen eintreten, durch einen Unfall, durch Krankheit und sowas. Und dann wird es natürlich sehr schwer, aus dieser Situation heraus etwas Passendes zu finden, was uns auch gefällt. Und so haben wir das jetzt schon irgendwie, ohne es jetzt in Anspruch nehmen zu müssen. Dabei heißt barrierefrei in diesem Fall nicht nur mit Aufzug und ohne Schwellen. Es geht im übertragenen Sinne auch um Barrierefreiheit in den Köpfen. Mehr Generationen wohnen heißt das Zauberwort, das auch im integrativen Quartier am Fliednerplatz verwirklicht wurde. Dazu wohnen in der Anlage sowohl Menschen mit als auch Menschen ohne Behinderung. Und als i-Tüpfelchen ist das Quartier auch noch ein Wohngewerbemischgebiet. Das heißt, egal ob Kita, Schule, Zahnarzt oder Schwimmbad, alles findet sich direkt vor Ort. Ein Konzept, das bei den Menschen hervorragend ankommt. Das Interesse war groß, wir mussten gar nicht groß Werbung machen. Mit Fertigstellung waren auch sofort alle Wohnungen belegt. Im Umfeld war erst Skepsis da im Ort, aber inzwischen ist es doch auch positiv. Ein Quartier zum Leben, Wohnen und Arbeiten, getragen von Barrierefreiheit, Vielfalt und Gemeinsinn. Die Stiftung Niederramstädter Diakonie hat hier eindeutig ein Projekt mit Vorbildcharakter auf die Beine gestellt. Die Zufriedenheit bei allen Beteiligten ist groß. Ich denke, jeder, der sich heute um das Bauen, das Umbauen Gedanken macht, sollte sich auch zu dem Thema barrierefreies Bauen schon Gedanken machen, weil das bedeutet zukunftsorientiertes Bauen. Der demografische Wandel ist allen bekannt, also hat der Wohnungsbau darauf zu reagieren. Der Bestand ist häufig nicht barrierefrei, also das heißt, insbesondere im Neubau ist darauf zu achten, dass wir dort die Barrierefreiheit sicherstellen, und zwar nicht nur im Erdgeschoss, sondern auch bis in die oberen Etagen. Und dieses ist in diesem Projekt, glaube ich, vorbildlich gemacht worden. Tipps und Tricks für Bauherren, die ihre Projekte ebenfalls barrierefrei verwirklichen wollen, gibt es übrigens bei der Architekten- und Stadtplanerkammer Hessen. Hier hilft man ihnen gerne weiter. Für Margot und Roland Röttgen steht eines jedenfalls fest. Die Entscheidung, an den Fliednerplatz zu ziehen, war genau die richtige. Alles ist in einer Lösung vorhanden. Und die Gesamtkonzeption hat uns so überzeugt, dass wir begeistert waren und 3 Jahre dran geblieben sind, bis man fertig war und wir einziehen konnten. Wir freuen uns, hier zu sein. Wir treiben Sport, sind kommunikativ mit den Menschen im wachsenden Maße verbunden. Also wunderbar. Wir fühlen uns sehr wohl. Bei mir im Studio darf ich jetzt den Leiter der Baufinanzierungsberatung von der Sparda Bank Hessen, Herrn Michael Tietze, begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Hallo, vielen Dank. Herr Tietze, das Ehepaar Röttgen, das wir gerade im Beitrag gesehen haben, es hat ja eine Entscheidung mit Weitblick getroffen, jetzt schon barrierefrei zu wohnen, obwohl sie es eigentlich noch gar nicht müssten. Ist das die richtige Entscheidung gewesen? Das ist heute eine absolut richtige Entscheidung. Der Trend geht ganz stark dahin, dass ich mich heute schon dafür entscheide, wie möchte ich im Alter leben. Mache mir heute Gedanken darüber, wie ist es barrierefrei einfach besser für mich? Wie bekomme ich eine ebenerdige Dusche zum Beispiel, ohne dass ich das später vielleicht auch brauche? Ich bin also heute nicht gezwungen, das zu machen, aber es erleichtert auch heute schon mein Leben.
gerade wie wir im Beitrag eben auch gesehen haben, ist es auch sehr interessant, mit mehreren anderen Generationen im Haus zu leben. Jung hilft alt, alt hilft jung. Es sind Schwimmbäder da, es sind Kindergärten da. Also sie sind da wirklich sehr gut unterwegs und können da auch bis ins hohe Alter entsprechend in dem Haus drin bleiben. Mhm. Worauf sollte man denn achten, wenn man jetzt vielleicht ähnlich wie die Röttgens sich für den Kauf eines Eigenheims in einem fortgeschrittenen Alter entscheidet, weil sich vielleicht der Umbau von einer Bestandsimmobilie nicht so eignet? Also es kommt ja dann zwangsläufig dazu, dass ich eine neue Immobilie kaufen muss. Dabei ist das Thema, möchte ich im Alter 70, 75, egal wie alt ich jetzt dann letztendlich bin, möchte ich noch eine Finanzierung machen? Möchte ich noch mal komplett da neu einsteigen? Spielen da letztendlich auch die Banken noch mit? Mhm. Es kommt da sehr häufig dazu, dass man sagt, okay, ich verkaufe die alte Immobilie und kaufe eine neue. Da kommt die Bank dann ins Spiel, da macht die auch gerne mit. Das ist das Thema Zwischenfinanzierung. Ich gehe erst die neue Immobilie rein und verkaufe dann die alte später. Okay. Wann ist denn aus Ihrer Sicht wirklich ein sinnvoller Zeitpunkt gekommen, sich mit dem Thema Barrierefreiheit zu befassen? So früh wie möglich. Also nicht erst, wenn der Unfall da ist oder das Gebrechen im Alter da ist? Also aus meiner Sicht ist das Thema barrierefrei heute genauso für junge Menschen ein Thema, was damit reinkommen kann. Weil barrierefrei heißt nicht letztendlich, werde alt, sondern vielleicht habe ich auch einfach nur einen Unfall gehabt und möchte jetzt heute zu Hause, weil ich eine Zeit lang vielleicht mit einer Krücke laufen muss oder mich einfach schwer fortbewegen kann, die Annehmlichkeiten des Barrierenfreien nutzen. Wie sieht es denn mit der Finanzierung aus, wenn man jetzt ein Neubauprojekt vielleicht auch in jüngeren Jahren startet, das aber schon barrierefrei sein soll? Gibt es da besondere Fördermöglichkeiten? Ja, es gibt da sehr viele Fördermöglichkeiten. Zum einen gibt es da Länder- und Gemeindeförderungen. Die Großförderung, die es hier dafür gibt, ist von der KfW. Ist vom Namen nicht ganz so schön gewählt. Die nennt sich altersgerecht umbauen. Ja, die kann ich also genauso aber auch einsetzen, wenn ich sage, ich baue etwas Neues. Okay. Und tue das sofort altersgerecht auch da entsprechend gestalten. Ich musste auch nicht das ganze Haus entsprechend umbauen, sondern da geht es auch einzelne Maßnahmen. Ich sage zum Beispiel, ich mache meinen Vorgarten schon so, dass da eine Rampe sein könnte oder ich baue das Fenster so ein, dass ich mit dem Rollstuhl ranfahren könnte, rein theoretisch, und es auch mit dem Rollstuhl öffnen kann. Also es muss nicht vom Keller bis zum Dach barrierefrei sein, sondern auch die einzelnen Maßnahmen bieten sich an. Nun kann es ja auch sein, dass ich gar nicht selber in dieser Immobilie wohnen möchte, sondern sage, ich finde es als Kapitalanlage viel spannender. Wie sieht es denn dann aus? Auch top interessant. Das ist ein Thema, was früher Vermieter nicht so für sich mit bedacht haben. Ich glaube heute, wenn wir uns den Altersbaum anschauen, die Leute werden immer älter. Viele wollen gar keine eigene Immobilie haben, sondern möchten gerne mieten. Da muss ich mir auch Gedanken darüber machen, wie langfristig habe ich den Mieter? Schaffe ich es, dass mein Mieter bei mir die nächsten 20, 30 Jahre bleibt, vielleicht auch bis zu seinem Lebensende? Oder habe ich Mieter, die ständig auswechseln, weil ich letztendlich nicht die Annehmlichkeit in der Wohnung bieten kann? Dazu kommt es auch, wenn ich jetzt sage, ich tue das gleich altersgerecht oder barrierefrei, auch für einen Behinderten entsprechend ausrichten, die Immobilie, dann habe ich einen viel größeren Kreis von Personen, die diese Wohnung mieten kann. Also da auch vorausschauend sein, groß planen und sich die Möglichkeiten offen halten. Genau, so sieht's aus. Herr Tietze, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute wieder bei uns waren für das Gespräch. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, das war's auch schon wieder von Hessen baut. Ich hoffe, es hat Ihnen mit uns gefallen und ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.